In deinen Bildern finden sich ja Lineaturen, die du mit dem Lineal machst. Ja, was für so Puristen der Handzeichnung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja auch immer ein Sakrileg gewesen ist. Du hast, bevor du Malerei in Weißensee an der Kunsthochschule studiert hast, der in Dresden Bauingenieurwesen studiert. Gibt es da eine Verbindung? Rührt daher auch dein Faible für so klare Linien und das Zeichnen mit dem Lineal? Oder ist es ein spezielles Ordnungssystem, was für dich eine Rolle spielt? Naja, sag mal so, wir kommen ja nachher noch zu einem japanischen, zu dem Einfluss der Japaner, die ja auch sehr, sehr, sehr geometrische Grundkonstruktionen, also unter ihren Holzschnitten liegen haben und also auch Linien entwickelt haben, die also völlig, die sich wirklich loslösen von dem Macher. Ja, so, also die sind eigentlich so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, emotionsfrei. Und das ist natürlich, wenn man eine Linie zieht mit dem Lineal, dann da ist natürlich wenig, kommt natürlich wenig Emotionen rein automatisch. Es ist auch relativ einfach, ein Blatt Papier, von dem man ja grundsätzlich immer einen gewissen Respekt hat, ein leeres Blatt anzufangen mit einer Zeichnung, dann einerseits kann man natürlich mit einem Lineal sehr einfach anfangen. Das muss nicht endgültig sein für die Zeichnung, aber es ist eine Vorgabe, ja, so, also für weiteres, was dann da abläuft, also für die Korrektur, also es provoziert. Und um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, also der Bezug zu deinem technischen Studium, hat das Ach was so, damit zu das. tun? Dieses Ingenieurstudium hat die Voraussetzung geschaffen für eigentlich was ganz anderes. Und bin irgendwie durch dieses Studium, dieses Technikerstudium, in ein ganz anderes Fahrwasser geraten. Und dieses andere Fahrwasser, das bestand eigentlich darin, dass wir uns hauptsächlich während des Studiums mit Großveranstaltungen beschäftigt haben. Also wir haben Bälle organisiert, Bälle, also in denen die gesamte Rockszene der DDR gespielt hat, also mit Tausenden von Gästen, Studenten. Und dafür haben wir also auch Eintrittskarten gezeichnet. Ja, also das war also einer meiner Hauptjobs während des Studiums, nicht Technik zu studieren, sondern Aber das hast du ja auch Kultur zu machen. hingekriegt, ja. Und als dann die Zeit gekommen war, hat man Verständnis für meine künstlerische Neigung gehabt und hat mich auch ziehen lassen. Ja. Also ich bin danach an die Akademie der Künste, habe wieder von vorne angefangen, als Ausstellungstechniker gegangen, und die haben mich dann glücklicherweise nochmal zu einem Was nicht Malereistudium selbstverständlich delegiert, war, was ja. nicht selbstverständlich war. So. Ich würde gerne nochmal auf dieses Bild hier zurückkommen und dich nochmal danach fragen, wie du eigentlich zu dem Franz von Assisi gekommen bist. Du arbeitest ja häufig auch nach Bildvorlagen, ja? Fotos oder Bilder, die du gesehen hast, die du jetzt so als Ausgangspunkt nimmst. Kannst du dich hier noch dran erinnern? Nee. Nee. Also nicht wirklich. Also das ist abhängig ja oft von täglichen Zufälligkeiten, ja, was einem so gerade in die Hände gerät. Du weißt ja, dass ich auch mich mit Arbrüt sehr beschäftigt habe und mit Kinderzeichnungen. Also alles, es ist ein sehr weites Feld, Naja, du bist ja was auch mich interessiert. genuin Zeichner und hast dich ja auch unter der Zeichnung verschrieben, Ja, ne? So in der das hat ganzen sich über die Bandbreite. Jahre, hat sich wirklich so entwickelt, dass ich mich nie in der Lage fühlte, irgendwas zu malen, oder es war mir einfach zu kompliziert. Die Bilder, die lassen ja sehr viel, also deine Also es Zeichnungen lassen ja sehr lässt viel offen, sehr viel ne? Ja, Assoziationsspielraum zu. genau. Muss es aber auch für mich. Also letztendlich entscheide ich ja dann für mich oder so. Ist es zu eng? Ist es zu inhaltlich, oder ist es wirklich offen in der Interpretation? Also das spielt für mich selbst auch eine Rolle. Also am besten ist es so, dass die Sachen, wenn man sie aus der Hand legt, dass sie einem vorkommen, als wenn man sie auch selber gar nicht gemacht hat. Also sie treten dann so weg, und man hat dann dazu eine Distanz. Ja. Ja.
Wir kommen mal zu der Arbeit hier in deinen, du hast dich ja sehr viel mit kunstgeschichtlichen Epochen beschäftigt. Mittelalter spielt eine große Rolle bei dir, die Renaissance, und häufig finden sich in deinen Zeichnungen christliche Bildmotive, so wie hier der Gekreuzigte, es gibt auch Madonnen. Welche Rolle spielt für dich eigentlich diese christliche Bildsprache, die christliche Motivik? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du dich auch sehr, sehr lange mit Grünewald beschäftigt hast und auch anderen Meistern des Mittelalters, ja, Hieronymus Bosch. Sie lösen einfach starke Emotionen aus. Also sie sind einerseits, also auch die Höllenstürze von meinetwegen eines Van Eyck, oder die sind ja wie Zeitzeugen, ja, aus einer Zeit. Es sind Bilder, die für heute noch gültig sind. Ich meine, wenn wir uns umschauen und die Kriege, die jetzt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft existieren, dann ist das, was man da sieht, also bei Bruegel, bei Bosch, es wirkt sehr zeitnah. Also es hat sich erschreckenderweise nicht viel geändert, außer dass die Waffen moderner sind, dass wir natürlich globaler, zeitgleich überall reagieren können, aber die Brutalität, ja, diese Härte, auch die menschlichen Abgründe, Das hat was Existenzielles. Dieses Existenzielle, ja, was uns begegnet in den Bildtafeln des Mittelalters, haben was Zeitnahes. Ja. Oftmals finden sich in deinen Arbeiten ja so Versatzstücke, die erstmal gar nicht so etwas miteinander zu tun haben, ja, die den Raum bestimmen, ja, und die also aus so einer, sag mal so, Aktualität oder Zeitbezogenheit auch rausgenommen sind. Gerade eben also auch mit solchen Kreuzigungsmotiven oder christlichen Szenen und das, wie viel Aktualität da drin steckt durch den schöpferischen Prozess. Also darauf vertraue ich letztendlich. Ich meine, dass man selbst sozusagen als Individuum im Prinzip das Zentrum des Universums ist. Also ist alles, was sozusagen um dich herum passiert. Du bist der Filter sozusagen. Ja, also indem ich natürlich, also wenn ich zeichne oder wenn ich bildnerisch arbeite, ich glaube, das betrifft Musik und darstellende Kunst ebenso. Also dass ich da, wenn du dich sozusagen, wenn das durch dich hindurch geht, ja, und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, Kunst zu machen, ja. Wenn man diese Sache betrachtet hier, diese Kreuzigungsszene mit der Frau mit den abgehackten Händen, das ist auch noch ein eigenes Thema, sozusagen die Solidarisierung mit der Figur, dass man ihr ja nun nicht ansieht, dass sie davon sozusagen, dass sie darunter leidet. Sie hat einfach keine Hände, ja, so. Das ist so, also sehr ambivalent. Auch gemeint, ja. Also es ist auch dann letztendlich eine Entscheidung, dass man es so lässt oder dass man jetzt nicht nochmal anfängt, die Hände dran zu machen. Also sie kommt damit klar. Ja, die Person. Daraus resultiert ja auch, dass es dir nicht um etwas Erzählerisches geht. Ja. Ne? So. Ja. Mich würde hier nochmal interessieren, wie du zu deiner, sag mal so, Materialwahl kommst. Also Papier, ist ja klar, du zeichnest immer auf Papier, aber mit unterschiedlichen Stiften. Hier hast du Silberstift genutzt. Ne? Ja. Silberstift ist ein besonderer Stift durch die Feinheit der Linie. Und warum hast du hier gerade den Silberstift und vielleicht nicht den Bleistift genommen? Ja, wenn man eine gewisse Genauigkeit beansprucht oder irgendwo technisch nicht klarkommt, dann muss man sich die Technik erarbeiten, die einem dann nützt, ja, um dahin zu kommen, zu dem Ergebnis zu kommen, was man will. Also wenn man vergleichsweise mit 10H-Bleistift, was ein sehr harter Bleistift ist, ja, arbeitet, dann kann es schnell passieren, dass das Papier kaputt geht, weil das einfach zu hart ist. Ja. Ah, okay. Und Silberstift kommt ja auch aus der Renaissance, in der natürlich Papier teuer war und Papier eben nicht so vorhanden war, wie das heute der Fall ist. Hat man also versucht, auf kleinstem Raum möglichst viele Informationen unterzubringen und hat das dann, war das natürlich ein ideales Medium, also diesen Silberstift zu benutzen. Und du kannst eben halt eine Linie ziehen mit dem Stift, wie du schon sagtest, also eine ganz feine Linie, aber du kannst, also wie ähnlich wie bei einer Fotografie im Labor, du kannst also so eine Zeichnung kannst du damit entwickeln, also du kannst sie in die Dunkelheit treiben.
Wir hatten ja schon erwähnt, dass du dich sehr, sehr viel mit kunstgeschichtlichen Epochen beschäftigst. Mhm. Mittelalter, die Renaissance spielen für dich eine große Rolle und der japanische Holzschnitt. Wir haben hier eine Hommage an Utamaro. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was interessiert dich ganz besonders also an Utamaro oder an japanischen Holzschnitt? Hm. Diese Epoche der Holzschneider, der Japaner, die mich jetzt persönlich interessieren, eigentlich relativ kurz ist. Also das ging los so um 1765 und dann nach dem Tod von Utamaro, so 1804, dann kam natürlich noch Hiroshige und Hokusai, aber das sind so gar nicht mehr so die Leute, die so anmutig, figürlich gearbeitet haben. So. Ah, okay. Und natürlich, was mich daran interessiert, an den Holzschnitten, ist diese Klarheit, ja. Dieser Leute, also diese fast göttliche, also man kann das nicht wirklich nachvollziehen, wie das technisch abgelaufen ist, weil das sind ja Holzschnitte. Also ein Mann namens Suzuki Harunobu, das war eigentlich derjenige, der den Mehrfarbholzschnitt entwickelt hat. Das waren teilweise 10, 12 Holzstöcke übereinander, also mit verschiedenen Farben. Das alles passt genau. Und Utamaro konnte einfach alles. Ja. Also der konnte so Mütter mit kleinen Kindern, die an ihr Brust säugen, also die, was man vielleicht auch als kitschige Motive empfinden kann, das konnte der alles ja, in übersetzen in Kunst. Ja, so. Und insofern war das immer von Interesse und ich habe mich dann auch, also bei diesem Blatt hier habe ich mich dann auch eigentlich relativ nah rangewagt. Das ist natürlich eine andere Figur und es ist ein anderes Programm. Ja? Also, das ist auch ein anderes Medium. Ein anderes Medium. So. Aber das wollte ich mal wissen. So. Und ansonsten sind die Holzschnitte immer eine ganz wichtige Bezugsquelle. So. Aber eigentlich doch über die Motivik. Ja, über diese Genauigkeit, ja. Also die Präzision. Mhm. So, es ist man kann nicht sagen kalt, aber es sind keine Lasuren oder so, sondern sie sind so klar gesetzt, aber eben sehr nuanciert, sehr, sehr fein. Ja, sehr, mhm. Also ist wirklich ganz bedeutende kurze Epoche für mich jetzt so. Dann danke ich dir. Ja, gern geschehen.